jetzt mit einem Fahrzeug, mit einem Strafpaket. Und vorgemerkt, dass schon das erste Fahrzeug, was hier an die Einsatzstelle fährt, ist ein Erkundungsfahrzeug. Und das zweite Fahrzeug ist der Gerätewagen, die kommt nach der Mission. Das war 50 Meter Abstand mit den Fahrzeugen. Aber jetzt aufgrund der Beengung der Jugendfeuerwehr bei uns im Umweltschutz zu haben. Weil Sie auch Interesse haben am Thema Jugendfeuerwehr, dann sind Sie hinterher recht herzlich eingeladen, am Ende vom Gelände in unserem Dekonzelt bei Kaffee oben sich mit Jugendfeuerwehr des Umweltschutzes zu unterhalten. Vielleicht hat der ein oder andere auch Interesse, bei uns Mitglied zu werden. Während Sie hier an dem Erkundungskraftwagen rechts von mir die Jugendlichen ausrüsten mit dem entsprechenden Schutzanzug, wird hier im vorderen Bereich die Dekonstelle aufgebaut. Sie sehen einen Plan. Damit Sie hier auch was sehen, sind wir natürlich etwas näher gekommen. Die Gruppenführer erkunden die Lage. Sie lassen nachher im Trockenen in der Halle hier links, von mir aus gesehen auf der linken Seite, werden wir Ihnen das demonstrieren, wenn Sie Interesse haben, wie das geht, dass man so einen Schutzanzug anzieht. Sie sind also nachher herzlich eingeladen, sich das auch mal live anzusehen. Die Geräteträger werden angeschlossen. Die maximale Einsatzzeit unter diesem Schutzanzug, also CSA-Chemikalien-Schutzanzug, beträgt 20 Minuten. Ein Träger verliert ungefähr 1-2 Liter Flüssigkeit in dieser Zeit. Vielleicht heute ein bisschen weniger, weil es nicht so warm ist. Aber bei warmen Temperaturen 1-2 Liter ist ganz normal, die man hier einfach durch Schwitzen verliert. Damit die Einsatzzeit auch nicht überschritten wird, ist ein Mann dafür abkommandiert oder abgestellt, der entsprechend die Atemschutzüberwachung macht. Das heißt, der notiert sich die Zeiten, er notiert sich den Anfangsdruck von dem Trupp und überwacht. Und nach 10 Minuten fragt er auch ab, wie groß der Druck ist, um entsprechend die Einsatzkräfte gegebenenfalls früher als die 20 Minuten wieder aus der Einsatzstelle herauszuholen. Sie sehen parallel dazu, hier vorne wird die Dekonstelle aufgebaut. Auch diese Kameraden arbeiten unter Schutzanzug mit einem Teilchen. Allerdings haben sie etwas besser, sie haben keinen Pressluftatmer auf dem Buckel, sondern sie arbeiten mit Maske und Filter. Die Dekonstelle wird nachher benötigt, um hier entsprechend den Angriffsdruck zu Der Angriffsdruck hat inzwischen das Gerät mit dabei. Und geben dem Gruppenführer die Rückmeldung, damit er dann nachher weitere Anweisungen geben kann. Der Mann mit dem Klemmbrett hier vorne, mit der roten Jacke, der macht auch gleich die Atemschutzüberwachung, sodass hier alles seinen
korrekten Gang geht. Thank you.
Wir machen das kaputt.